Moin Leute, willkommen in 2019. Ich habe es heute Morgen auch schon mal versucht, gleich um 11 Uhr mit der ersten Turnierliste des Jahres. Man will doch mal prüfen, wie die Karte funktioniert. Und ja, ich will jetzt noch nicht alles verraten. Wir können mal in meine eigenen Listenergebnisse gucken. Es war so ein Spiel des Tages dabei. Ach, hier sehen wir es doch schon. Ich habe am Ende ganz mies abgeschnitten. 322, 5 zu 3. Also da hoffe ich mal sehr, dass das nicht die Referenz fürs gesamte Jahr ist. Wenn wir hier so runterscrollen, bis zur Hälfte stehe ich hier also schlapp 1 zu 0 mit 33 Plus-Augen. Die anderen haben Karten. Ich habe zugeschaut und dann musste ich natürlich was tun hier. Spiel 21. Da gewinne ich ein lustiges Spiel. Das wollte ich euch einfach mal zeigen. Bis ich ein besseres Spiel von euch genannt bekomme, ist das für mich jetzt mal das Spiel des Tages. Natürlich mache ich in diesem Spiel einen ganz guten Eindruck. Also, die Voraussetzung hattet ihr gesehen. Ich musste was tun, habe in Hinterhand also endlich mal hier so einen kleinen Ansatz bekommen. Fünf Trümpfe in Kreuz mit Trumpf Ass 10, ein Ass dabei, eine blanke 10. Ich reize jetzt und komme bei 20 ran. Das heißt, der Chipleader bzw. der am Tisch führende hatte hier in Mittelhand auch noch 18 geboten und die Findung war mal wieder nicht berauschend. Pik 10 zu 7, 9 und die Karo 8 zur 10. Ja, jetzt könnte ich natürlich theoretisch so 0 zaubern mit einer Viererlänge Kreuz ohne die 7. Nicht so toll. Ich kann natürlich auch ganz treu doof den Kreuz spielen. 5 Trumpf, irgendwie sowas wie Karo 10, Lusche drücken und dann hoffen, dass Pik 10 freigespielt wird. Ich Karo Ass gestochen kriege, Trumpf 3-3 steht, was auch immer. Halte ich aber einfach für sehr unwahrscheinlich, wo eine kleine Gegenreizung war. Also ich habe jetzt gesagt, naja, ist das sowieso nicht kontrolliert zu steuern. Ich habe jetzt mal wieder wirklich richtig kreativ mir was ausgedacht. Ich habe hier die Herz Lusche gedrückt, das Herz Ass blank und die Kreuz 10 und habe gar nicht den 5-Trümpfer gespielt, sondern den 4-Trümpfer Pik mit zwei Seitenassen, der bestellten Karo 10, so wie ich die Mitspieler hier eingeschätzt habe, sind die immer eher mit dem Ass rauf. Da wollte ich die Karo 10 auch nicht blank halten, das war mir dann wieder zu übertrieben. Und habe jetzt also hier diesen 4-Trümpfer mit zwei Seiten Ass im 10 im Keller und das Spiel lief wie folgt. Aufschlag genau, wie ich es mir gewünscht habe, in mein Herz Ass, dass ich jetzt hier noch zwei Bilder bekomme, umso besser, 28. Und jetzt ziehe ich natürlich im zweiten Stich erstmal das Kreuz Ass aus zwei Gründen. Erstens mal, weil ja nur drei Kreuz fehlen und ich auf keinen Fall mehr in Herz einen Abwurf eines blanken Kreuzes anschauen möchte. Und zum anderen auch, weil es den Gegnern so ein bisschen signalisiert, dass Herz für mich eigentlich ein unglückliches Ausspiel war, dass ich noch ein Herz dabei habe und jetzt schnell meine Beikarte retten will. So, nun stehe ich also schon auf 43. Jetzt Trumpf raus. Ihr seht ja hier, die Verteilung ist komplett offen. Mittelhand hat auch 5 Trumpf dagegen, aber glücklicherweise komme ich jetzt in Hinterhand, denn da stehen die beiden roten Buben links von mir. Und ja, nachdem das Spiel nun so anmoderiert war, kam jetzt auch wunschgemäß Herz 10, Karo Ass Ladung und ich konnte stechen, hatte damit also jetzt schon deutlich über 70, also das Spiel gewonnen. Soweit so abenteuerlich, jetzt schnell Karo 10 gezogen, da noch ein Bild geschnappt, Kreuz raus. Ich sehe ja schon, die Trümpfe stehen zu 5, das war am ersten Trumpfstich schon zu ahnen. Jetzt kommt hier noch der Zwischenzug Karo König und jetzt muss ich es nur noch schaffen, auf den kleinen Trumpf mit dem Pik Buben zu laufen, ob das jetzt hier die Pik Dame war oder ob auch die Lusche gekommen wäre. Ich habe das Spiel also gegen 5 Trumpf hier Schneider gewonnen und das war in dieser Liste auch quasi mein einziges Highlight. Waren die anderen jetzt zu dusselig, um Skat zu spielen? Nein, kann man auch nicht sagen. Das war jetzt einfach mal glücklich gelaufen. Ich kann ja hier noch mal ein weiteres raussuchen. Ich musste auf dem Gas bleiben. Und ja, Spiel 29 hat es mich dann ein drittes und letztes Mal zerrissen. Danach hatte ich dann auch die Nase voll. Das können wir uns ja auch noch mal anschauen. Da sitze ich hier links in Vorhand, habe natürlich wieder nicht so was besonders Dolles, aber beide passen. Und ja, musste was tun. Ich sage 18, finde Herz, Ass und Dame. Auch zwar eine gute dabei, aber an sich schon wieder nicht wirklich gut genug. Der sechste Trumpf hätte mir viel besser zu Gesicht gestanden. Vor allen Dingen habe ich jetzt einmal Ass König 7 und einmal Ass Dame 9 aus dem Ass Drilling. Immer einen rauszudrücken, ist, tja,
Manchmal musst du es tun, aber richtig wohl fühlst du dich nicht, wenn die dann nicht 2-2 stehen, wenn die 3-1 stehen und im zweiten Stich direkt so eine Farbe aufkommt, wo du im Ass drin hängst und noch eingedrückt hast, ist es auch ganz übel. Also habe ich mich hier auch wieder entschieden, etwas kreativer zu drücken. Und zwar habe ich die Pik Lusche blank im Blatt gehalten und dafür die beiden Herzen gedrückt. Das ist an sich, das kann mal sehr günstig sich für dich auch auswirken, gerade wenn Herz zu dritt steht. Vor allen Dingen verrät es die Karte nicht so schnell. Es können jetzt zwar theoretisch auf die Pik Lusche 21 fallen, in der Praxis passiert das aber relativ selten. Da kommt dann eher im zweiten Stich mal ein kleiner Pik oder ein kleiner Herz. Karten, die dann für dich günstig sind, wenn du so drückst. So, das klappt aber natürlich nicht immer. Ich spiele jetzt mein Karo, 3 Augen Herz gedrückt, spielt Trumpf raus, fallen 10 Augen. Ihr seht hier auch schon, Trumpf steht ganz, ganz artig, aber jetzt kommt eine Kreuz Lusche an Bord im zweiten Stich. Wir sehen es jetzt hier an der offenen Verteilung, die war blank gespielt. Das konnte ich natürlich nicht ahnen. Kreuz war jetzt natürlich die Farbe, die ich am allerwenigsten gern gesehen habe, wo ich auf Ass König 7 stehe. Da kannst du dich an sich nur falsch entscheiden. Vor allen Dingen wird der selten 2-2 stehen, deswegen schon ganz ungünstig. Schnibbelst du mit dem König, ist hinten womöglich die 10 blank, dann kriegst du so eine Krawatte. Rauf mit der 7 unterbleiben, ja, auch nicht besonders schön, wo ich nur 5 Trumpf habe, wo ich noch den Pik bedienen muss, wenn wieder nach vorne gespielt wird. Also ich mit dem Ass rauf, gehofft natürlich, dass ich hinten wenigstens die Dame oder die 10 fangen kriege, aber nur die Lusche. Nichts anmerken lassen, immer. Oh. Jetzt bin ich hier ein verrutscht. Immer locker weiterspielen. Wieder Trumpf raus, komm in Hinterhand. Kreuz 10, Herz 10, Schmierung. Wunderbar. Kreuz Dame, jetzt wird vorgestochen, ich muss bedienen. Die Gegner haben jetzt, glaube ich, 44 liegen zu dem Zeitpunkt. Und mein Glück war ja, dass jetzt hier der Kreuz Bube vorgestochen hat. Und jetzt hätte ich natürlich liebend gern die blanke Pik Lusche wieder eingetauscht nach diesem Spielverlauf gegen eine Herzlusche, wo die Herz 10 nun geschmiert war und nicht die Pik 10. War natürlich auch reiner Zufall. Wir sehen, dass hier die Karte von EVDGG war Pik 10, König 7, Herz 10, König 7, dass er nun gerade Herz 10 trifft, nicht Pik 10. So war es nun. Ja, ich kann das Spiel jetzt immer noch gewinnen, wenn eben in Pik nicht 21 fallen. Aber jetzt kommt hier auch scharf gerechnet, scharf gespielt, direkt die Pik 10 von EVDGG und deswegen heißt er auch so EVDGG, das ist die Abkürzung für einer von den ganz Großen. In diesem Spiel hat er es bewiesen und damit haben sie sich rehabilitiert, haben mich mit 300 nach Hause geschickt, für mich trotzdem wenigstens mit dem Spiel des Tages ein ganz interessanter Auftakt ins Skatjahr 2019.